Es ist ein Puschlitz. 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 Puschlitz, 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 Puschlitz. Puschlitz. So, lala. Kurze Verschnaufpause. Auf unserem Weg haben wir ein Dorf entdeckt. In diesem Dorf steht viel Schrott, wie man hier unschwer erkennen kann. Ich habe auch wirklich hier wenig Hoffnung, auf brauchbare Gegenstände zu stoßen. Allmählich, das ist ein Zaun oder im Weg. Kann ich hier rein? Nein, Dekohäuser. Kann ich hier hinten rum? Kann ich. Aber auch hier nur Dekohäuser. Dieses Dorf scheint offensichtlich sowas von uninteressant zu sein. Hier gibt es auch noch nicht mal einen Zombie. Stelle ich gerade fest. Normalerweise ist doch in der Nähe von Häusern oder Gebäuden immer zombie-technisch einiges los. Scheint aber hier nicht der Fall zu sein. Ich glaube, hier verschwende ich nur meine Zeit. Ein Mumann. Aber auch dieser Mumann wird mit Sicherheit... Naja, hier gibt es gar nichts. Wo war ich denn jetzt gerade in? Okay, böses Zeichen. Böses Zeichen. Bitte verschwinde wieder. Gut, braves Zeichen. Jetzt haben wir noch 3,9 Kilometer. Und da vorne fängt schon wieder Wald an. Ich pack's nicht, hier gibt's gar nichts. Help me, please. Please spawn me a Heli. Was steht hier? Soll es eine Falle sein? Oder einfach nur ein abstraktes Holzgerüst? Stehen noch mehr von den Teilen rum? Es wird schon irgendeinen Sinn haben, aber fragt mich bitte nicht welchen. Da oben latscht eine Kuh. Und hier, Oliver. Sayonara. So ein Hacker. Keine Macht den Hackern, sage ich immer. Gibt es jetzt auch diese übergroßen Warnhinweise von der WHO, glaube ich, kommen die. 40% vom Hacker müssen damit mittlerweile schon bedeckt sein. Keine Macht den Hackern. Sollen wir mal hier gucken, ob sich das lohnen könnte? Sieht aber auch alles nur Dekohäuser technisch aus. Brunnen. Zerstörte Fahrzeuge. Nee, ich glaube, das können wir uns schenken. Ja, das schenken wir uns. Was gibt's noch für Warnhinweise? Wir waren stehen geblieben. Ich habe irgendwie mich ablenken lassen. Hacken gefährdet die Gesundheit. Und, was habe ich auch schon gelesen? Es gibt Möglichkeiten, mit dem Hacken aufzuhören. Fragen Sie Ihr Gesundheitsministerium. So, jetzt sollten wir uns aber mal wieder aufs Spiel konzentrieren. Hier steht ein Auto, das zumindest noch nicht verbrannt aussieht. Aber ob das fährt... Okay, das ist hier nicht. Das habe ich nicht gemeint. Ich meine eigentlich ja das hier. Okay, nee. Ich nehme es zurück. Fehlt ein Rad. Da fehlt ein Rad. Wäre jetzt ja auch zu cool gewesen. Obwohl, kann man damit vielleicht trotzdem fahren? Prüfe ich mal kurz für euch. Also ich kann einsteigen. Es fährt!
Mit drei Rädern. Sehr schön. Oh. Aber ich kann nicht lenken. Scheiße. Nein, das fährt doch nicht. Wäre jetzt auch zu cool geworden. Und die Connection meldet sich wieder. Klient, lass mich in Frieden. Ich hab nichts getan. Jo, also es wäre jetzt fast ein bisschen besser vorwärts gegangen, aber leider, leider. Mit drei Rädern ist dieses Fahrzeug dann wohl doch nicht steuerbar. So, hier haben wir wieder Zombies und heißt, da vorne ist wieder ein bisschen mehr Betrieb. Und die Connection hat sich wieder verabschiedet. Ja, leck mich doch Arsch. Diesmal sogar mit abgerissenem Symbol. Und die Einwohner grüßen freundlich. Mal schauen, wie lange sie das noch tun, bevor es hier... Oh, die Einwohner grüßen extrem freundlich. Ja, servus. War die hier am Stammtisch oder was? Ihr habt's wohl nicht so häufig Gäste. Ich sollte mal lieber gucken, dass ich mich hier vom Acker mache. So. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wie heißt denn euer gastfreundlicher Ort? Ach, ich kann ja die Schrift wieder nicht lesen. Bingi Bongo. Bin ja schon weg. Porobo. Hey. Ich gehe, aber lasst's. Aber hört's auf, mich zu verfolgen, ihr Stinknudeln. Rennen wir doch her, hinterher. Die haben wohl nichts anderes zu tun, als ihre Gäste gleich wieder zu verjagen. Ja, ich sag mal, so wird das nichts mit der Völkerverständigung. Und euer Tourismusminister, okay, ein Ort hat kein Tourismusminister, aber euren Mitarbeiter im Tourismusbüro, so rum, den braucht er ja dann auch nicht mehr. Es sei denn, der hat die Aufgabe, alle Touristen wieder zu verjagen. Das kommt mir im Moment verdächtig so vor. Naja, jeder wie er moch, sage ich immer wieder. So, aber dennoch stelle ich jetzt erstmal fest, wir haben noch 2,5 Kilometer Weg vor uns. Das ist eigentlich schon brutal. Ich glaube, freiwillig läuft niemand so einen weiten Weg. Ich habe Durst, ich habe mittlerweile auch Hunger. Meine Temperature ist schon seit Spielbeginn im roten Bereich. Ist alles nicht so prickelnd. Wo du glory is in you want in deep Schnee. Heli, come back. Art Alex hat ein Heli entdeckt. Ich entdecke nichts. Und Parkour 98. Globaler Bann. Oh, oh, oh. Also. Auf diesem Server ist echt die Hölle los. Und hier ist Totenstille. Also ein bisschen Wind, aber dann war es auch schon. Ein Stein. Habe ich jetzt zumindest mal einen Stein identifiziert? Wie cross the streets. Und da hinten ist wieder ein Hochstand. Also hier, da hinten im Eck. Wird jetzt gerade vom Baum verdeckt. Hey, es reimt sich sogar. Da hinten im Eck wird von dem Baum verdeckt. Na okay, knapp. Knapp daneben ist auch vorbei.
Nee, 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 nee. Und immer noch 1700 Meter. Na komm jetzt. Zielen wollte ich jetzt nicht. Es sieht mir nicht so aus, als ob hier irgendjemand Ärger machen will. Okay, außer der Wächter-Zombie, der seinen Hochstand verteidigt. Aber da ich alleine bin, könnte ich den ja eigentlich mal killen, oder? Soll ich den killen? Ich höre Heli. Ich muss Tonleiter. Nein, ich muss nicht den Tonleiter machen. Ich muss mich verstecken. Ich höre einen Heli. Cannot fire. Ist er noch da? Nein, jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ha, sehr, sehr merkwürdig.